Hast du dir Bitcoin gekauft und möchtest sie jetzt mit Gewinn verkaufen und fragst dich, ob das Finanzamt daran vielleicht seinen Anteil abhaben möchte? Wenn ja, dann bleib dran, die Antwort bekommst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und das Wichtigste, was du steuerlich über Kryptowährungen wissen musst, ist: erstens ist es kein gesetzliches Zahlungsmittel und zweitens, es ist auch keine Kapitalanlage, zumindest nicht nach dem Einkommensteuergesetz. Das bedeutet, dass Gewinne aus Kryptowährungen nicht der Abgeltungssteuer unterliegen. Das heißt, sie werden anders versteuert wie beispielsweise Aktien, ETFs oder Dividenden. Denn Kryptowährungen fallen in eine ganz andere Kategorie, und zwar unter die Kategorie private Veräußerungsgeschäfte. Das bedeutet nicht, dass das Finanzamt vollkommen egal ist, was du da machst mit deinen Kryptowährungen, aber es ist relativ einfach, tatsächlich seine Bitcoin beispielsweise steuerfrei zu veräußern. Der Grund, warum du wahrscheinlich eingeschalten hast, ist, du möchtest wissen, wie du deine Bitcoin steuerfrei verkaufen kannst und wie du das ganze Geld behalten kannst. Und ehrlicherweise, das ist gar nicht mal so schwierig zu erreichen. Wichtig aber als Grundlage erstmal zu verstehen ist, dass der Verkauf von Bitcoin private Veräußerungsgeschäfte sind. Das sind die sogenannten sonstigen Einkünfte in der Steuererklärung. Und damit ist der Verkauf von Bitcoin gleichgestellt mit zum Beispiel Kunstgegenständen, ein Gemälde, eine Rolex, ein Auto, auch alle anderen Gegenstände, die du privat besessen hast und dann verkaufst. Das sind die privaten Veräußerungsgeschäfte. Und damit fällt dein Bitcoin beispielsweise auch in die Kategorie wie das Gemälde oder deine Uhr, die du verkaufst. Bei all diesen privaten Veräußerungsgeschäften sind tatsächlich alle Gewinne steuerfrei, wenn du diesen Gegenstand länger als ein Jahr besessen hast. Das heißt, bei Bitcoin über ein Jahr Haltedauer ist alles steuerfrei, egal wie hoch der Gewinn ist. Für eine Haltedauer von unter einem Jahr, also wenn du dein Bitcoin beispielsweise von einem halben Jahr gekauft hast, dann ist entscheidend, wie viel Gewinn hast du denn damit gemacht. Denn es gibt eine Steuerfreigrenze von 600 Euro pro Jahr für die privaten Veräußerungsgeschäfte. Das heißt, wenn du unter 600 Euro liegst, ist auch dann der Gewinn aus Bitcoin-Verkäufen steuerfrei. Wenn du über 600 Euro liegst, dann ist allerdings alles steuerpflichtig. Das heißt, auch wenn du 601 Euro Gewinn machst, dann musst du tatsächlich 601 Euro versteuern. Das ist der Unterschied zwischen einer Freigrenze und einem Freibetrag. Bei einer Freigrenze musst du alles versteuern, wenn du über dieser Grenze bist. Bei einem Freibetrag wären 600 Euro immer steuerfrei, ist in diesem Fall leider nicht der Fall. Wichtig bei den 600 Euro pro Jahr ist, dass das zusammengerechnet alle privaten Veräußerungsgeschäfte sind. Wenn du beispielsweise deine Uhr verkaufst, die du für 10.000 Euro gekauft hast und jetzt für 10.000 und 601 Euro verkauft hast, bist du schon über der Grenze. Und dann ist natürlich dein gesamter Verkaufsgewinn aus Bitcoin oder Ethereum oder irgendeiner anderen Kryptowährung komplett steuerpflichtig. Das heißt, du musst alle privaten Veräußerungsgeschäfte eines Jahres zusammenrechnen. Und dann weißt du, okay, muss ich Steuern zahlen oder keine. Alles, was du über ein Jahr besessen hast, ist der Gewinn eigentlich vollkommen egal, weil es sowieso steuerfrei ist. Für die Berechnung deiner Steuer sind also zwei Zahlen entscheidend. Erstens die Haltedauer. Die ist relativ einfach zu berechnen. Du hast das Einkaufsdatum und das Verkaufsdatum und wenn das 365 Tage auseinander liegt, also länger als 365 Tage, dann ist es über ein Jahr gewesen, alles drunter ist unter einem Jahr gewesen. Das ist jetzt nicht so besonders schwierig zu berechnen. Schwieriger zu berechnen ist der Gewinn. Bei dem Gewinn nimmst du einmal den Verkaufskurs, also was hast du dafür bekommen, ziehst davon ab den Einkaufskurs und ziehst ab die Werbungskosten, die du hattest. Das heißt, welche Kosten hattest du für die Transaktionen, zum Beispiel Händlerprovision. Wenn dein Broker beispielsweise 10 Euro pro Trade nimmst, dann hast du ja einmal für den Einkauf und einmal für den Verkauf jeweils Gebühren bezahlt und die kannst du auch abziehen, um dein Gewinn zu ermitteln. Und wenn du das so rechnest, dann hast du entweder ein positives Ergebnis, also einen Gewinn gemacht. Was aber natürlich auch sein kann, ist, wenn du das zu schlechteren Konditionen verkauft hast, kann es natürlich sein, dass du auch einen Verlust gemacht hast. Diesen Gewinn aus Kryptowährungshandel, den musst du dann mit deinem persönlichen individuellen Steuersatz versteuern. Wenn du nicht genau weißt, wie hoch eigentlich dein Steuersatz ist, solltest du dir unbedingt mal das Video anschauen, was ich dir hier oben rechts einmal verlinke. Da bin ich auf deinen persönlichen Steuersatz eingegangen, aber auch auf die Themen Grenzsteuersatz, Spitzensteuersatz, Durchschnittssteuersatz und so weiter, welchen du eigentlich anwenden musst. Deswegen schau dir dieses Video an, wenn du dir da noch unsicher bist. Wichtig auf jeden Fall ist, du nimmst deinen persönlichen individuellen Steuersatz und keine 25% pauschal, wie zum Beispiel bei Aktienverkäufen. Ich weiß, es macht auch keinen Spaß, Verluste zu machen. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber Verluste machen ein bisschen mehr Spaß, wenn du weißt, dass du sie steuerlich geltend machen kannst. Und das ist nämlich der Fall. Wenn du beispielsweise mit Kryptowährungen Verluste machst, kannst du diese Verluste mit Gewinnen aus anderen privaten Veräußerungsgeschäften verrechnen. Und dann zahlst du entsprechend weniger Steuern. Und du kannst das auch relativ bewusst verwenden. Wenn du
beispielsweise ein neues Auto kaufen möchtest und dann verkaufst du dein altes und in der Regel verkauft man sein altes Auto fast immer mit Verlust. Aber du kannst beispielsweise sehr bewusst dein altes Auto verkaufen, beispielsweise mit einem Verlust von 5.000 Euro. Und wenn du im gleichen Jahr einen Gewinn mit Bitcoin machst, beispielsweise 5.500 Euro, kannst du das beides miteinander verrechnen. Machst dann einmal 5.000 Euro Verlust, einmal 5.500 Euro Gewinn, sind in Summe 500 Euro Gewinn. Das liegt unter der Freigrenze von 600 Euro und damit wäre dein gesamter Verkaufsgewinn aus Bitcoin steuerfrei. Wichtig an dieser Stelle ist auch, du kannst die Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften nur mit Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften verrechnen. Also du kannst die Verluste aus Bitcoin-Handel leider nicht verrechnen mit deinen Gewinnen aus deiner Selbstständigkeit oder deinem Anstellungsverhältnis. Wenn du das in einem Jahr nicht ausgleichen können solltest, also du hast Verluste gemacht und auf der anderen Seite keine Gewinne gemacht, dann kannst du diese Verluste aber auch in die folgenden Jahre vortragen, unbegrenzt, und kannst es in Zukunft mit Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften verrechnen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir einen groben Überblick darüber geben, wie eigentlich die steuerliche Situation bei Kryptowährungen aussieht. Ganz vereinfacht könnte man also sagen, Verluste solltest du unter einem Jahr realisieren und Gewinne über einem Jahr, weil alles, was unter einem Jahr ist, ist steuerlich relevant. Verluste sollten steuerlich relevant sein und Gewinne idealerweise steuerfrei. Deswegen, wenn du Verluste machst, unter einem Jahr verkaufen, wenn du Gewinne machst, über einem Jahr verkaufen und dann bist du steuerlich am besten aufgestellt. Wenn du dir jetzt denkst, Mensch, der Typ im Video scheint gar nicht so doof zu sein, vielleicht kann der mir auch bei meiner Selbstständigkeit und bei meiner Buchhaltung helfen, dann solltest du dir unbedingt anschauen, wie wir dir weiterhelfen können. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Ansonsten solltest du aber auch unbedingt in unserer Online-Community vorbeischauen. Was das ist, wie du dich anmelden kannst und so weiter, erkläre ich dir in diesem Video. Oder in diesem Video zeige ich dir, wie du NFT versteuern solltest. Ey, schön, wenn du Gewinn gemacht hast. Ich habe nur Verlust gemacht. Lucky you, wenn du Gewinn gemacht hast. Ich habe 10.000 verloren.